der wir sind. Wo warst du, Scharfschütze? Nein! Nein! Ich bin doch schon umgedreht, ey. Verdammte Hacke nochmal. Warum geht's hier nicht weiter? Ich brauche ein Loch in der Wand. Und da heißt es, ich sei eingebildet. Dann kann man einfach vorbeigehen. Oh, das kann nicht wahr sein, dass er mich mit zwei Schuss da umliegt. Er hat den verdammten Hacke nochmal. Wieso sollte heute was anderes kommen, wenn im Titel steht, dass das hier gespielt wird? Warum verfallen alle Leute gerade wieder in so alte Verhaltensmuster?
Obwohl zum Beispiel in den Chatregeln hier steht, dass nicht gefragt werden soll, ob was anderes gespielt wird. Da würde das im Titel stehen, wie sonst auch. Bam, 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 bam. Ich habe heute meine Tage, ich kann nicht vernünftig darauf antworten. Willst dich verarschen? Verdammte Drecksfresse, ey. Juhu! Durch die unterirdische Tempelanlage. Der Träger des Propheten des Bedauerns hat gerade eine Antwort aus High Charity erhalten. Eine gut verschlüsselte Nachricht des Propheten der Wahrheit. Hören Sie sich das an. Deine Hast hat die Erfüllung unserer Allianz gefährdet und unseren großen Plänen geschadet. Dass dir eine öffentliche Zurschaustellung deines Versagens erspart bleibt, hast du nur dem Propheten der Gnade und seinem weisen Rat zu verdanken. Wahrheit, Gnade, Bedauern, drei Prophetenhierarchen. Bedauern zu töten sollte der Führungsriege der Allianz einen Hieb versetzen, aber es hört sich an, als täten sie Wahrheit damit eher einen Gefallen. Juhu! Einer weniger! Keine mehr übrig! Warum müssen die Leute eigentlich die ganze Zeit diesen komischen Propheten angucken? Jedes Mitglied der Allianz soll den Pfad beschreiten. Keiner wird zurückgelassen, wenn die große Reise beginnt. So lautet das uralte Versprechen der Propheten. Und also ich habe nichts gemacht. Erfüllen. Große Reise? Weiß der nicht, wozu diese Ringe gut sind? Gute Nacht, Informant.
Ja, ja. Nein, die Nahkampfwaffe in Halo 2 ist kein Selbstmord. Aber wenn sie gegen viele Gegner einsetzt, dann schon. Dämonenfackel, auseinander! Ach ja, wenn ich mal wirklich hier hinter eine Wand kommen würde, ey. Nehmt mich da einfach mit. Alter Schwede. Master Chief, schauen Sie in meine Augen. Wenn ihr alle schön auf mich hört, kommen wir hier heil wieder raus. Ja, wahrscheinlich bin ich noch von der Munitionsbox erschlagen worden. Leg dich hin und stell dich tot, siehst du? Bleiben. Hey, ich hab gehört, ihr Typ. Oh, hier ist schon wieder was Wasser. Ich stehe auch perfekt, ey. Wow, das ist ein richtig schlechter Spawnpunkt, beziehungsweise Punkt zum Nachladen. Wie kacke ihr seid.
läuft's bei euch beiden? Bis jetzt ganz gut. Wir kommen jetzt zum Haupttempel. Roger, ich bin so dicht an der Bibliothek, wie es geht. Da ist eine Art Barriere. Wir versuchen herumzukommen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Au! Au! Kann ich mich einfach nicht verstecken und warte mich auf der anderen Seite. Also bis ich auf der anderen Seite bin, so. Ich hätte mir meinen Raketenwerfer mitgeben können. Gibt keine Rakete. Ah, da. Vielleicht gibt's doch eine Rakete. Na toll. Ich musste sie erstmal finden. Mein Gott, das habe ich gespuckt wegen dir. Richtig, wenn ich sage, es gibt keine Rakete, dann gibt es keine Rakete. Wenn ich dann eine finde, dann ist das aufgrund der Gedankenkraft des großen Imperators entstanden. Sonst nichts. Alles andere ist Blasphemie. Ist dir aufgefallen, dass du in die falsche Richtung guckst, du Idiot? Flotte aller Zeiten. Die größte, die man je gesehen hat. Rein in den Tempel und den Propheten erledigen, bevor man uns stoppt. Okay. Guck mal, Raumschiffe. Gerade alle Gegner auf die Eier gehen. Ja. Ach, der Baum mit meinen Armen noch ein bisschen. Dämonenfackel!
Nimm das, du. Die Allianz hat mehrere Phantom-Geschwader gestartet. So viele kann ich nicht orten. Wir haben keine Zeit mehr. Ich hab dich am Kragen. Ich hab dich am Kragen. Okay, das geht nicht als Tür. Ach, trau dich doch was, Dicker. Ich habe übrigens arschkalte Füße, ey. Was soll der Kack mit dem Winter? Wir waren schon bei über 20 Grad. Jetzt bin ich rausgegangen vorhin und es war 13 Grad. Abgefucktes Wetter. Kannst du nicht machen. Die ganzen globalen Erwärmung-Gegner. Die werden alle sagen, das ist fake. Danke, Durandak, fürs Prime-Abo. Hier sind jetzt 6 Grad. Da ist das Ziel. Holt ihn euch. Komm, holt ihn euch. Wenn ich hier noch jemand hätte. Sieht nicht so aus, wenn er Beschießen gut findet. Also nimm mal so aus meiner Perspektive. Yeah.
bald der größte Krieger der Menschen sein? Der rennt ja nur weg, das kleine Schwein. Der Dämon muss sterben. Entgegenwerfen. Näher ran und geben Sie Ihr Bestes. Was? Natürlich beamt er sich weg. Aber anscheinend kann ich an ihn ranhüpfen. Ja, prügel ihn von der Seite ins Gesicht. Warum jemand Angst vor diesem Dämon hat, ist mir ein Rätsel. Weil ich auf Sachen drauf springen kann. Mann ey, wer hat sich das denn ausgedacht? Die gute alte Faust. Die gute alte Respektschelle. Sind meine Wachen zu viel für Sie? Geht so. Soll der größte Krieger der Menschen sein? Er ist ja so ein bisschen so wie ein Rollstuhlfahrer verprügeln. Aber ich glaube, da haben sie sich damals nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Ich weiß, ihr findet das jetzt alle politisch nicht korrekt, aber es ist halt ein bisschen so. Oh, er gilt als tot, glaube ich. Schlechte Nachrichten. Die Phantoms drehen um. Die Flotte wird auf unsere Stellung feuern. Wir müssen hier raus. Aber, nett. Heiliges Symbol. Wenn Sie beim Springen ducken, erreichen Sie höher gelegene Positionen.
Das ist unerhört. Akzeptabel. Ein Hierarch ist tot, Commander. Sein Mörder war in unserer Hand. Hätten Sie Ihre Phantoms nicht abgezogen? Bezweifeln Sie meine Entscheidung? Nein, Heiliger. Ich möchte nur sagen, ich bedauere, dass die Brutes... Die Reaktivierung der Wache war ein radikaler Schritt. Aber jüngste Ereignisse haben bewiesen, dass die Eliten nicht mehr für unsere Sicherheit garantieren können. Ich leite Ihre Entscheidung an den Rat weiter. Politik, wie ermüdend. Wussten Sie, Gebiete, dass die Eliten mit Rücktritt drohen, um den Rat zu verlassen? Wegen dieser Unstimmigkeiten? Wir waren immer Ihre Beschützer. Das sind schwere Zeiten für uns alle. Gerade als wir die Vernichtung der Menschheit feierten, traf uns der schreckliche Verlust eines der Heiligen Ringe bis ins Mark. Trotz unserer Sorgen fanden wir Hoffnung in der Prophezeiung, wir würden andere Ringe finden. Sehen Sie, wie unser Vertrauen belohnt wird. Halo, sein göttlicher Wind streicht durch die Sterne und treibt alle, die würdig sind, entlang des Wegs zur Erlösung. Aber wo sollen wir beginnen? Schon ewig suchen wir etwas, das die Geheimnisse der Ringe lösen kann. Ein Orakel. Und mit Ihrer Hilfe fanden wir es. Wir haben das Orakel untertänigst befragt. Und es hat uns die Gnade erwiesen, uns den Schlüssel zu zeigen. Sie reisen zur Oberfläche des Rings und holen dieses heilige Symbol. Damit erfüllen wir unser Versprechen. Erlösung für alle! Der Beginn der großen Reise. Wenn das Schild unten ist, begeben wir uns sofort zur Bibliothek. Ich möchte die Hierarchen nicht warten lassen. Der Mensch, der den Propheten des Bedauerns tötete, wer war es? Und was glauben Sie? Der Dämon ist hier. Warum? Um Rechnungen zu begleichen? Für mich zählt nur, das Symbol zu holen. Natürlich. Ich hole sie ab, wenn sie fertig sind.